Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar Der Ersehnte. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt oder wenn ihr später die Aufnahme euch anschaut auf joelmediatv.de. Heute ungewöhnlicherweise am Donnerstag. Diese und nächste Woche als Ausweichtermin. Wir wollen trotzdem weitermachen, damit wir nicht wieder so eine lange Lücke haben und weiter studieren können im Leben Jesu. Und wir wollen heute in Matthäus 2 weiter studieren. Wir haben dort aufgehört, als Josef und Maria nach Ägypten geflohen sind, wegen dem bevorstehenden Kindermord, den Herodes geplant hatte. Und wir wollen an der Stelle weitermachen, wie es unsere gute Gewohnheit ist. Bevor wir anfangen, möchten wir, wem es möglich ist, niederknien für ein Anfangsgebet. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass wir jetzt zu dir kommen können. Dass wir in deinem Wort lesen können, dass wir studieren dürfen. Wir möchten dich bitten, dass du mit deinem Heiligen Geist unser Herz berührst, dass du uns Weisheit schenkst, dass du uns Freude schenkst und dass wir in deinem Wort Dinge erkennen, die uns helfen im Alltag, in unserem Leben mit dir. Im Namen Jesu beten wir. Amen. Amen. Lasst uns gemeinsam aufschlagen, Matthäus Kapitel 2. Matthäus Kapitel 2 und wir haben ja dort aufgehört mit dieser interessanten Prophezeiung, dass die Rahel weinen würde, weil ihre Kinder nicht mehr da sind, dort in Benjamin, in Rama, nicht wahr? Und wir wollen jetzt an der Stelle weitermachen und zwar in Matthäus Kapitel 2. Und dort Vers 19. Wie gesagt, aufgehört haben wir mit diesem schrecklichen Kindermord, den der Herodes angestiftet hatte. Kurz nachdem das passiert ist, ist Herodes gestorben. Wir lesen das in Matthäus 2 und dort Vers 19. Matthäus 2, Vers 19. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn, dem Josef in Ägypten, im Traum. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, wann ist der Herodes gestorben, in welchem Jahr? Das war 4 vor Christus. Ja, also wir wiederholen natürlich, wir wissen, vor und nach Christus hat nichts mit dem Geburtsjahr Jesu zu tun. Jesus ist ja, wie gesagt, wahrscheinlich 5 vor Christus oder so geboren worden. Vielleicht auch 4, 6. Er starb im Jahre 4 vor Christus und zwar im März oder eventuell auch Anfang April. Und dieser Kindermord, so wird uns gesagt, ist wahrscheinlich eine seiner letzten Gräueltaten gewesen. Und an Gräueltaten war sein Leben wirklich reich. Hat schlimme Dinge getan. Und am Ende ist er an einer schlimmen Krankheit gestorben. Eine chronische Krankheit, eine äußerst schmerzhafte Krankheit. In den letzten Tagen und Stunden müssen ziemlich, ziemlich schrecklich gewesen sein. Und das heißt also, Josef und Maria waren gerade erst geflohen nach Ägypten, hatten sich da vielleicht gerade mal so ein bisschen häuslich eingerichtet, als auch schon die Nachricht kommt, der Herodes ist tot. Übrigens, von wegen Gräueltaten, als der Herodes dann wusste, dass er bald sterben würde, da hat er sich überlegt, Mensch, wenn ich sterbe, werden die Juden ja gar nicht weinen, weil ich war ja so ein grausamer König. Und die hassen mich, ja. Die Juden haben ihn ja gehasst, weil er kein Jude selbst war. Er war ein Edomiter. Und jetzt hat er sich überlegt, das ist ja zu schade, wenn ich sterbe und niemand weint. Wie bringe ich nur die Juden zum Weinen, wenn ich sterbe? Und hat eine ganz perfide Idee gehabt. Er hat sich überlegt, all die angesehensten jüdischen Männer in der Rennbahn in Jericho einzuschließen. Die wurden da eingesperrt. Und der Plan war, wenn er sterben würde, sollten alle diese angesehenen jüdischen Männer umgebracht werden, damit dann das jüdische Volk weint an dem Tag, an dem er gestorben ist. Das war seine Idee. Also das war Herodes der Große. Jetzt muss man von Glück sagen, dass eine seiner Frauen, die Salome, das dann mitbekommen hat und als er gestorben ist, das verhindert hat. Also es ist zu diesem Massaker nie gekommen. Er hatte schon genug Blut an seinen Händen und die sind dann wieder freigekommen. Aber das gibt uns mal eine Idee, wie der so gewesen ist.
Und wir hatten ja letztes Mal gesehen, dass Herodes wirklich ein Instrument des Satans gewesen ist, in dem Versuch, den kleinen Jesus zu töten. Interessant ist an der Stelle, vielleicht können wir das mal gemeinsam aufschlagen, in Jesaja. Jesaja 51, Vers 12. Wir haben ja oft die Situation, wo wir mit Menschen konfrontiert werden, die uns Böses wollen, die wie unsere Feinde agieren. Und in Jesaja 51, Vers 12 ist eine schöne Verheißung, ein schönes Prinzip hier aufgeschrieben. Jesaja 51, Vers 12. Ich bin es, der euch tröstet, sagt Gott. Wer bist aber du, dass du dich vor dem sterblichen Menschen fürchtest, vor dem Menschenkind, das wie Gras dahingegeben wird? Und das ist das Leben von Herodes, eine schöne Illustration. Viele Menschen haben sich vor Herodes gefürchtet, aber auch Herodes war nur ein sterblicher Mensch. Er war jemand, der wie Gras dahingegeben worden ist, und dann war es mit ihm aus. Also gehen wir zurück zu Matthäus und stellen fest, als der Herodes stirbt, kommt ein Engel im Traum zu Josef. Also wir können davon ausgehen, dass die wahrscheinlich höchstens ein paar Monate, wenn überhaupt, vielleicht in Ägypten verblieben sind, also keinen längeren Zeitraum dort erlebt haben. Und interessant ist, wie wir schon festgestellt haben, dass an dieser Anfangsgeschichte des Evangeliums die Engel ständig erscheinen. Nicht wahr? Und auch hier in Matthäus 2, Vers 19, als aber Herodes gestorben war, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef im Traum. Also Gott führt diese Familie Schritt für Schritt. Er führt sie nach Ägypten und er führt sie auch aus Ägypten wieder heraus. Jetzt schaut mal, was der sagt in Vers 20. Und spricht: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und zieh in das Land Israel. Denn die dem Kind nach dem Leben trachteten, sind gestorben. Jetzt, wenn ihr diesen Satz lest oder hört, was ist euch aufgefallen? Was fällt euch auf an diesem Satz? Ja, also eine Sache ist interessant. Er sagt Israel. Er sagt nicht Juda. Weil eigentlich ist ja Israel der Begriff für alle 12 Stämme. Und davon sind ja 10 schon gar nicht mehr existent. Können wir gleich noch darauf eingehen. Also auf jeden Fall ist es interessant, dass er sagt, geh nach Israel. Nicht unbedingt nach Juda, sondern nach Israel, im größeren Rahmen. Okay, was ist euch noch aufgefallen? Gibt es noch was Interessantes in diesem Satz hier? Wenn ihr den Satz mal in Vers 20 vergleicht mit Vers 13. In Vers 13 hatten wir die Situation, dass der Engel kommt und sie nach Ägypten lotsen will, ja? Da heißt es, als sie aber weggezogen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef im Traum und spricht: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten. Und jetzt sagt der Engel: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und zieh in das Land Israel. Was fällt euch auf? Ja, gleich. Aber was ist aufgefallen? Nicht so schwer. Das ist genau dasselbe. Ja? Also der Engel verwendet genau dieselben Worte. Er sagt wiederum: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir. Ja? Also in beiden Fällen, in Vers 13 und Vers 19, sind fast dieselben Worte verwendet, um deutlich zu machen, diese beiden Geschichten hängen miteinander zusammen. Und dann, wie gesagt, Israel und nicht Juda. Warum ist das wichtig? Oder warum ist das... da kommen wir vielleicht noch später zu. Machen wir erst noch eine kurze Pause hier und gehen und schauen uns noch den letzten Teil des Satzes an. Wie du richtig gesagt hast, die Begründung ist: Denn die dem Kind nach dem Leben trachteten, sind gestorben. Damit ist wer gemeint vor allem? Herodes der Große ist tot. Frage. Mal sehen, wer sich von euch gut auskennt in der Bibel. Wer im Alten Testament hat einen ganz ähnlichen Satz gehört, wo Gott zu ihm gesagt hat: Die dir nach dem Leben trachten, sind tot. Es gibt eine Geschichte, wo eine bekannte Persönlichkeit des Alten Testamentes von Gott ganz ähnliche Worte hört: Die dir nach dem Leben trachten, die sind jetzt tot.
Elia könnte sein, aber nein, weil die nach dem Leben trat, die waren noch nicht tot, als er zurückkam. David vielleicht, ja, aber auch nicht. Schauen wir mit mir in 2. Mose 4. Das ist ganz interessant. Das habe ich auch vorher nicht gewusst. In 2. Mose 4 und dort Vers 19. Wer spricht denn, also zu wem spricht denn Gott in 2. Mose 4? Das wisst ihr so, oder? Zu Mose, oder? Und jetzt schaut mal, was Gott dem Mose in 2. Mose 4, Vers 19 sagt. Er sagt, und der Herr sprach zu Mose in Midian, geh nach Ägypten zurück, denn die Leute sind alle tot, die nach deinem Leben trachteten. Der Mose war ja geflohen, warum? Weil der König, der Pharao, ihn umbringen wollte. Also, wir haben den Mose und der war geflohen. Und jetzt sagt Gott, alle, die dir nach dem Leben trachteten, sind tot, kehre zurück. Und jetzt dann 1500 Jahre später haben wir Jesus. Auch er war auf der Flucht, weil der König ihn umbringen lassen wollte. Und zu ihm, also nicht zu Jesus jetzt direkt, weil der war ja noch zu klein, ja, aber zu seinem rechtmäßigen Vormund, dem Josef, werden genau dieselben Worte gesagt. Kehre zurück, denn die, die dem Kind nach dem Leben trachten, sind tot. Das heißt, glaubt ihr, der Josef kannte die Geschichte von Mose? Ich glaube, der kannte die ziemlich gut. Und ich glaube, dem ist sofort eingefallen, Moment mal, den Satz kenne ich. Das ist doch genau der Satz, den Gott zu Mose gesagt hat. Das heißt, in dieser Geschichte wird Jesus mit Mose gleichgesetzt. Ja? Also, so wie Mose geflohen war und jetzt zurückkehren kann, weil seine Mörder tot sind, so ist Jesus geflohen und kann jetzt zurückkehren, weil seine Mörder oder seine potenziellen Mörder tot sind. Übrigens, beide waren ja auch in Ägypten gewesen. Ja? Und da sieht man also diese sehr, sehr schöne Parallele. In beiden Geschichten gibt es auch die Geschichte von dem Kindermord. Ja? Bei Mose als auch bei Jesus. Also der Matthäus, der will von Anfang an diesen Punkt deutlich machen, Jesus ist der typologische Mose sozusagen. Weil der Mose hatte ja mal vorhergesagt, schaut mal in 5. Mose 18, in 5. Mose 18 und dort Vers 15. 5. Mose 18, Vers 15. Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern. Auf ihn sollst du hören. Also der Mose hat gesagt, da kommt einer, der wird so sein wie ich. Und Matthäus vom Anfang seines Evangeliums macht diesen Punkt deutlich, immer wenn er kann. Jesus hat dasselbe erlebt wie Mose. Jesus ist der wahre zweite typologische Mose. Und Mose war wofür bekannt? Was war die große, der demütigste Mensch? Also sollten wir warten, dass Jesus dann der Ausbund an Demut sein würde? Was war noch so besonders an Mose? Der großen Glauben, ja? Er war gerecht. Also was war seine größte Leistung, seine größte Aufgabe, die er so hatte in seinem Leben, die Gott ihm gegeben hatte. Das Volk zu führen, woraus? Aus der Sklaverei herauszuführen. Also die Israeliten haben immer mit Mose verknüpft, das war der, der uns befreit hat aus der Sklaverei. Der Retter sozusagen, ja? Natürlich im Auftrag Gottes. Und damit soll natürlich von Anfang deutlich gemacht werden, Jesus ist der wahre Retter, der aus der Knechtschaft der Sünde befreit. Übrigens, die zweite große Sache von Mose war natürlich das Gesetz, die 10 Gebote, das Heiligtum. Und das werden wir dann auch noch sehen bei Matthäus, denn wenn wir später mal dahin kommen, wenn Matthäus die Bergpredigt wie kein anderer so ausführlich aufzeichnet, um deutlich zu machen, dass Jesus die 10 Gebote verkörpert und erklärt. Aber da kommen wir dann ein andermal dazu. Jetzt zurück zu Matthäus. Also wir sehen, der Bogen spannt sich hier wieder zum Alten Testament. Also ihr seht, man kann eigentlich das Neue Testament gar nicht richtig in der Tiefe verstehen, wenn man das Alte nicht immer wieder zu Rate zieht. Matthäus 2, und jetzt wird es sehr interessant.
Denn es heißt natürlich erst einmal in Vers 21, Matthäus 2, Vers 21, da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter zu sich und ging in das Land Israel. Also er war wiederum sofort gehorsam. Ja? Der Engel sagt, nimm die Maria zur Frau, auch wenn sie schwanger ist, und er tut es. Der Engel sagt, geh mit dem Kind nach Ägypten, und er tut es. Und dann sagt der Engel, der Herodes ist tot, und er geht zurück. Damals gab es noch kein Facebook. Man konnte jetzt nicht so schnell nachgucken, ob tatsächlich der Herodes tot ist. Ja? Das hat ja Monate gedauert, bis solche Nachrichten sich verbreitet haben vielleicht. Oder Wochen zumindest. Aber er geht sofort los. Also wir können von dem Josef einiges lernen. Er war wirklich sehr, sehr treu. Jetzt schaut mal Vers 22. Jetzt geht er also zurück und bis dahin ist die Geschichte eigentlich ziemlich klar und deutlich und relativ unkompliziert. Aber jetzt passiert etwas sehr Interessantes und Spannendes in Vers 22. Als er aber hörte, dass Archelaus anstatt seines Vaters Herodes über Judäa regierte, fürchtet er sich, dorthin zu gehen. Und auf eine Anweisung hin, die er im Traum erhielt, zog er weg in das Land, in das Gebiet Galiläas. Also Frage nach dem Vers, was hatte wohl Josef vorgehabt? Wo wollte er eigentlich hinziehen mit seiner kleinen Familie? Nach Juda. Hat jemand von euch noch eine speziellere Idee, wo genau in Juda hätte er wohl gerne gelebt? In Bethlehem. Denn wissend, das war ihm ja gesagt worden von den Propheten im Tempel, von den Weisen, von den Hirten, ja, vom Engel selbst, dass dieses Kind besonders ist, dass es den Thron Davids haben würde, da hat er sich bestimmt gedacht, naja, dann wäre es doch gut, wenn wir in Bethlehem leben. Und das wäre auch wahrscheinlich sehr hilfreich gewesen für Jesus, in Bethlehem aufgewachsen zu sein. Warum? Schaut mal in Johannes 7, lasst mal den Finger in Matthäus 2 und geht mal zu Johannes 7 und dort Vers 41 und 42. Jesus hat sein Leben lang damit zu kämpfen gehabt, mit den Umständen seiner Kindheit. In Johannes 7, Vers 41 und 42 heißt es, andere sprachen, dies ist der Christus. Andere aber sagten, kommt der Christus denn aus Galiläa? Sagt nicht die Schrift, dass der Christus aus dem Samen Davids kommt und aus dem Dorf Bethlehem, wo David war? Und dann in Vers 52, als sie dann zum Nikodemus sagen, sie antworteten und sprachen zu ihm, bist du etwa auch aus Galiläa? Forsche nach und sieh, kein Prophet ist aus Galiläa hervorgegangen. Wenn Jesus in Bethlehem geboren worden, nachdem er in Bethlehem geboren worden ist und wenn er in Bethlehem aufgewachsen worden wäre, dann hätte es in mancher Hinsicht vielleicht leichter gehabt. Jedenfalls können wir sehen, dass viele Juden die Tatsache, dass er nicht in Bethlehem aufgewachsen ist, als Vorwand genommen haben, um ihn abzulehnen. Ja, weil er hat zwar in Bethlehem gelebt, aber nur eine kurze Zeit. Das hat zwar ausgereicht, um die Prophezeiung zu erfüllen. Aber jetzt schauen wir uns mal ganz kurz an, was hat es mit diesem Archelaus auf sich? Jetzt mal zurück zu dem Herodes. Herodes der Große, gestorben im Jahre 4, war, wie wir gesagt haben, ein sehr tyrannischer Herrscher. Und seine Tyrannei erstreckte sich nicht nur auf seine Untertanen, sondern sogar auf seine eigenen Kinder. Also er hat eine ganze Reihe seiner eigenen Söhne, er hatte glaube ich 7 Ehefrauen oder so, also da ist ein bisschen was an Kindern zusammengekommen, er hat etliche seiner Söhne selbst hinrichten lassen, weil sie dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen dann gegen ihn sich verschworen haben und was auch immer. Und so musste er ständig sein Testament ändern. Also gerade in seinen letzten Lebensjahren hat er ständig die Thronnachfolge geändert, immer wieder. Da hatte er dann zum Beispiel nur wenige Jahre vor seinem Tod einen Sohn namens Antipatros. Der war als Alleinerbe eingesetzt und dann ist er doch hingerichtet worden. Vom Herodes. Und dann musste mal wieder das geändert werden. Und dann hatte er einen anderen Sohn. Das war der Herodes Antipas. Der sagt euch vielleicht was. Das ist der Herodes, der dann später den Johannes geköpft hat und mit Jesus Kontakt hatte. Ja. Der war damals noch ein Jüngling.
Und den hat er dann zum Erben eingesetzt, aber ganz kurz bevor er gestorben ist, hat er nochmal sein Testament geändert und hat einen anderen Sohn, und zwar einen Bruder, die waren beide von derselben Frau, und zwar den Herodes Archelaos oder Archelaos eingesetzt. Jetzt, der war 19 und der war 16. Und den hat er jetzt zum Nachfolgekönig bestimmt, hatte aber dann dem Herodes und noch einigen anderen Söhnen so kleine Gebiete am Rande gegeben. Also der Herodes Antipas sollte Galiläa bekommen und der eine sollte dann die Gaulanitis, also die Golanhöhen bekommen und einer sollte dann, so verschiedene Nebenbezirke sozusagen. Ja? Aber der sollte der Hauptherrscher werden und König. Jetzt ist der Herodes im März, April gestorben. Zu der Zeit findet auch das Passafest statt, oder? Und in jenem Jahr, im Jahre 4 vor Christus, zum Passa, kam es zu einem Aufruhr im Tempel und der Archelaos mit seinen 19 Jahren hat sich gedacht, ich führe mich mal gleich als starker Herrscher ein und hat die Römer auf die Juden gehetzt und hat 3000 Juden im Tempel durch die Römer ermorden lassen. Zum Passafest. Da könnt ihr euch vorstellen, wie begeistert die waren von diesem 19-jährigen Herrscher, der also sich auf die Fahnen geschrieben hat, noch grausamer zu sein als der Herodes. Und jetzt versteht ihr auch, warum der Josef, als er da in Richtung Israel kommt und mitbekommt, der Archelaos ist jetzt König geworden. Ja, das war vor, als sie geflohen sind, vielleicht noch gar nicht so bekannt, ja, weil das ständig sich geändert hat. Da hat er plötzlich Panik bekommen. Weil wenn der die Leute alle links und rechts umbringen lässt, dann, jedenfalls... Kurz nach diesem Massaker ist dann der Herodes Archelaos nach Rom marschiert, um vom Kaiser Augustus sich das Testament bestätigen zu lassen. Und der Kaiser Augustus hat sich das Testament angeschaut und hat gesagt, nee, das bestätige ich nicht. Und hat gesagt, du kriegst keine Königskrone. Du bist nicht König. Aber er hat ihm die Herrschaft über Judäa und Samaria gelassen. Deswegen, wenn ihr den Text genau lest, der Matthäus, der muss ein Zeitgenosse gewesen sein, denn er sagt ganz genau, dass Archelaos regierte, aber nicht als König. Da steht nicht, dass er König wurde, sondern er hat nur regiert. Er war ein sogenannter Ethnarch. Das kommt von Ethnos und Archos, Arche. Wisst ihr, was Ethnos heißt? Ethnos? Volk, genau so, eine Ethnie, ein Volk. Und Arche, das ist der, also der Führer. Der vor allen ist, und wie der Archangelos. Der Erste, genau. Ethnarch. Das heißt, er war der Volksfürst, sozusagen wie der Oberste des Volkes quasi. Er war kein König, aber ein Regierender. Und zwar über Judäa und Samaria. Wenn ihr jetzt an Israel denkt, ja, dann war Juda im Süden, in der Mitte war Samaria. Und Galiläa war oben im Norden. Herodes hat über alles geherrscht. Und dann hier noch über Perea, das war auf der anderen Seite vom Jordan. Und dann hier noch die Gaulanitis und verschiedene Gebiete. Aber der Augustus hat das jetzt geteilt und hat gesagt, Herodes Archelaos kriegt nur Samaria und Judäa. Und Galiläa und Perea geht jetzt an den Herodes Antipas. Der mit seinen 16 Jahren noch nicht so grausam war. Hat später auch noch mehr dazugelernt diesbezüglich. Und das ist also der historische Hintergrund, warum der Josef sich entschied, nicht nach Bethlehem zu gehen, obwohl das Allernormalste in der Welt gewesen wäre. In Bethlehem zu leben, weil ich meine, da war sowieso seine Herrschaft, seine Abstammung her. Und wenn Jesus der kommende Messias sein würde, dann wäre nichts besser, als wenn er in Bethlehem aufwächst, weil dann hätte niemand sagen können, dass er nicht aus Bethlehem ist. Dadurch, dass er nur so kurz in Bethlehem gewesen ist und das nicht alle mitbekommen haben, gab es wieder Möglichkeit zum Zweifeln. Also ihr seht, wie hinter den Kulissen, in diesen ganzen politischen Dingen, der Satan versucht hat, immer wieder da... seinen Fuß reinzubekommen. Er hat den Herodes benutzt, aber Herodes ist gestorben und dann hat Satan dafür gesorgt, dass jetzt dieser Herodes Archelaos an seine Stelle tritt, den er genauso hätte benutzen können, aber Gott hat dann doch wieder einen Weg gefunden, dass der nicht über alles regiert, sondern dass es einen Teil in Israel gibt, wo Archelaos keinen Zugriff hatte und wo jetzt Jesus einigermaßen in Sicherheit war.
Wir lesen das oft in den Geschichtsbüchern und denken, naja, das wird irgendwie ja schon dann so gewesen sein. Aber ich glaube, dass bei vielen dieser Entscheidungen Engel und böse Engel an den Herrschern nicht zerren, weil jede Entscheidung eine Auswirkung auf den großen Kampf hat. Naja, und so sind sie dann nach Bethlehem, nach Nazareth gegangen. Übrigens, interessant, wie ihr seht in Vers 22, dass er wiederum eine Anweisung im Traum erhielt. Habt ihr das gesehen? Vers 22. Wo haben wir das schon mal gelesen, Matthäus, dass jemand im Traum angewiesen worden ist? Ich meine, hier sind alle paar Verse Träume, nicht wahr? Aber wo hatten wir schon mal gelesen, dass jemand im Traum angewiesen worden ist? In Matthäus, hier. Ja, genau, die Könige sind angewiesen worden. Schaut mal in Vers 12. In Matthäus 2, Vers 12, da heißt es, und da sie im Traum angewiesen wurden, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg zurück in ihr Land. Das heißt, mit derselben Idee, warum man die babylonischen Könige zurück auf einem anderen Weg geführt hat, wegen derselben Idee hat man den Josef und die Maria jetzt an diesen südlichen Regionen vorbeigeleitet nach Galiläa. Vielleicht mal ganz ein paar Bibelverse, um zu sehen, wie wunderbar Gott sowas führen kann. Schaut mal in Psalm 48. Psalm 48. Moment. Nee, Verzeihung. Psalm 107, Entschuldigung. Psalm 107, sorry, das war ein falscher Vers. Psalm 107 und dort Vers 6 und 7. Psalm 107, Vers 6 und 7. Da heißt es, da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er rettete sie aus ihren Ängsten und führte sie auf den rechten Weg, dass sie zu einer Stadt gelangten, in der sie wohnen konnten. Hat sich direkt erfüllt im Leben von Josef und Maria. Übrigens, Galiläa war ja das Gebiet, was früher mal im Alten Testament zum Nordreich gehört hatte, oder? Israel war ja geteilt worden, das Nordreich und das Südreich. Das Südreich war Juda und das Nordreich war eigentlich Galiläa und Samaria. Und wir wissen, sind eigentlich die Stämme dort verschwunden. Ja? Manche sind vielleicht wieder ein bisschen zurückgekommen, einzelne Leute, aber die Stämme selbst sind alle in die Gefangenschaft gegangen und nie wieder zurückgekehrt. Das heißt, der Anteil an Juden in Galiläa war weitaus geringer als in Judäa. Der Anteil an Israeliten war weitaus geringer. Und stattdessen hatten die Assyrer dort viele Menschen aus anderen Regionen der Welt angesiedelt. Galiläa war viel mehr von Heiden durchsetzt sozusagen als Judäa. Das finde ich interessant, weil das zeigt, dass Jesus nicht nur ein Flüchtling gewesen ist, wie wir letztes Mal gesehen haben, sondern Jesus auch in einer Gegend gewohnt hat mit extrem hohem Ausländeranteil. Ja, wo alle Völker durcheinander waren. Ja, das war nicht so, weil in Judäa war das mehr so, hier sind die Juden, wir sind das heilige Volk und keiner darf hier uns nahe kommen. Ja. Aber Jesus wurde in einer Gesellschaft groß, in einem Dorf groß, wo es sehr viele verschiedene Nationen und Völker gab. Und das war vielleicht sogar ein guter Schutz, weil dadurch der Stolz und dieses Vorherrschaftsdenken der Juden hier nicht so stark ausgeprägt war. Ja. Vielleicht Ja. Schauen wir mal in Jesaja 30 und dort Vers 21. Jesaja 30 und dort Vers 21. Und dort lesen wir: Und deine Ohren
werden das Wort hören, der hinter dir her so spricht. Dies ist der Weg, den geht, wenn ihr zur Rechten oder zur Linken abbiegen wollt. Manchmal ist man ja im Leben so an so einer Kreuzung, nicht wahr? Und dann weiß man nicht, wo soll es jetzt weitergehen. Rechts, links, geradeaus. Und der Josef war auch in so einer Kreuzung, der wusste auch nicht genau, was soll ich jetzt machen. Der Engel sagt aus Ägypten raus, aber in Ägypten war es eigentlich sicherer als in Israel, weil wenn der Arche lauscht, was soll ich jetzt machen, wo soll ich hin? Soll ich vielleicht ganz nach Süden, nach Arabien, vielleicht in die Wüste, wie später der Paulus? Was soll ich machen? Und Gott weist einen Weg. Und interessant ist auch, dass Gott nicht alles auf einmal gesagt hat. Hat Gott gewusst, dass Archelaus regiert? Hat Gott gewusst, dass er ihn am Ende nach Nazareth schicken wird? Aber er hat es ihm nicht gleich gesagt. Er hat ihm nicht gleich alles auf einmal gesagt, sondern hat ihn Schritt für Schritt geführt. Ist das nicht interessant? Er hat ihn geführt und dann kam eine Krise und hat Gott das Nächste offenbart. Gott offenbart nicht immer alles auf einmal, sondern er führt uns Schritt für Schritt. Und wenn wir dann mal in eine Krise geraten, ist das kein Beweis, dass Gott uns vergessen hat, sondern nur, dass bald der nächste Schritt kommt. Ja? Das ist übrigens das, was er bei den Israeliten versucht hat, deutlich zu machen. Ja? Er hat sie Schritt für Schritt geführt. Ja? Und jedes Mal, wenn eine Krise kam, haben sie ihn vergessen. Aber Gott führt Schritt für Schritt. Vielleicht lesen wir noch Jesaja 48. Jesaja 48 und dort Vers 17. Jesaja 48 und dort Vers 17. So spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige Israels. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir nützlich ist, der dich leitet auf dem Weg, den du gehen sollst. Das finde ich so schön, weil dieses Bild von einem Weg ist ja eigentlich eine Metapher. Es ist ja nicht so, dass Gott jetzt unser tatsächliches GPS ist und sagt, an welcher Straße wir abbiegen sollen unbedingt, sondern es ist ja unser Lebensweg, den er bestimmen will. Und da finde ich es sehr schön, wie es hier heißt, er lehrt dich, was dir nützlich ist. Wenn Gott zu uns spricht, dann können wir davon ausgehen, dass es immer sehr nützlich ist. Und auch Gottes Wort, seine Lehre, muss also nützlich sein. Manche Leute, die verrennen und verbeißen sich in irgendwelchen spekulativen Theorien, die keinem irgendwas nützen und glauben, wenn sie das alles verstanden haben und durchdrungen haben, dann sind sie gerettet. Ja. Aber Gottes Lehre ist nützlich, nützlich, praktisch, relevant für den Alltag. Und das können wir bei Josef und Maria sehr schön sehen. Jetzt zurück zu Matthäus 2. Ein Vers haben wir da noch. In Matthäus 2 und dort Vers 23. Matthäus 2, Vers 23. Und dort angekommen, ließ er sich in einer Stadt namens Nazareth nieder, damit erfüllt würde. Ihr seht ja den Matthäus wieder in seiner beliebten Beschäftigung, nämlich alttestamentliche Prophezeiung ranzuzitieren, damit erfüllt würde, was durch die Propheten gesagt ist, dass er ein Nazarener genannt werden wird. Also das haben wir schon jetzt mehrmals durchexerziert. Der Matthäus, der kann keine 5 Verse schreiben, ohne nicht irgendwo zu sagen, damit erfüllt worden ist, was durch den Propheten hier, und wir hatten schon den Micha und den Hosea und wir hatten den Jesaja und wen hatten wir noch? Hosea, Micha, Jeremia. Also wir hatten eine ganze Reihe von Propheten schon. Jetzt würde mich interessieren, welcher Prophet wird hier zitiert? Woher kommt das Zitat? Aber steht in Jesaja 11, Vers 1? Ah, genau. Also der Punkt ist erstmal der, es gibt keinen alttestamentlichen Bibelvers, keinen einzigen, wo steht, dass er ein Nazarener genannt werden wird. Den Vers gibt es gar nicht. Wenn ihr genau gelesen habt, ist euch aufgefallen, dass er auch nicht sagt, wie durch den Propheten gesagt ist, sondern was sagt er? Die durch die Propheten. Also hier zitiert er nicht einen spezifischen Propheten, sondern er sagt eine allgemeine Aussage, die von vielen Propheten genannt wird. Und zwar nicht wortwörtlich, sondern dem Gedanken nach. Ja, wenn ich also sage, wie viele Propheten gesagt haben, dann geht es mehr um die Grundidee und nicht um eine spezifische Formulierung.
Aber trotzdem ist es interessant mit diesem Nazarener. Also, das kommt natürlich ja von Nazareth. Jetzt gibt es dazu im Wesentlichen zwei Theorien. Die eine Theorie ist, dass sich das ableitet von Nazirea. Jetzt, was wirst du über die Nazirea? Die Nazirea. Ja? Die Nazirea waren sehr treu dem Volk Israel gegenüber. Ja, sie waren aus dem Volk Israel. Nazirea waren diejenigen, die einen besonderen Eid aufgenommen hatten, ein besonderes Gelübde. Was war ihr Gelübde? Sie sollten ihre... Kein Alkohol, nicht mal Traubensaft. Und sie sollten, das war das Besondere auch, sie sollten ihre Haare nicht abschneiden. Ja, und die Nazirea, das waren ganz besonders Gott geweihte. Das war so der höchste Lebensstilstandard in Israel. Und deswegen sagen einige, naja, Nazirea, Nazorea, Nazarena, das klingt so ähnlich. Damit soll gesagt werden, dass Jesus quasi die Erfüllung dieser Nazirea war. Die Nazirea waren ein Vorbild auf Jesus. Und das stimmt natürlich vollkommen korrekt. Also das wäre eine Möglichkeit, das abzuleiten. Noch etwas wahrscheinlicher ist, dass das Wort von dem hebräischen Netzer kommt. Denn das ist auch, was das Wort Nazareth eigentlich bedeutet. Und Netzer, dieses Wort Netzer, das kommt in Jesaja 11 vor. Das ist das, was die Jota gerade gesagt hat. Schaut mal in Jesaja 11 und dort Vers 1. Jesaja 11 und dort Vers 1. Ganz bekannter Vers. Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schössling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Könnt ihr euch überlegen, welches Wort wohl in Netze ist? Der Schössling, genau. Schössling. Jetzt, was ist ein Schössling? Ein Spross. Ja, so. Genau. Also, das Wort Netzer meint eigentlich so ein ganz kleines, zartes, grünes Pflänzchen, das noch nicht viel gewachsen ist. Ganz unscheinbar. Jetzt, wir kennen den Vers wahrscheinlich ganz gut, oder? Denn im nächsten Vers heißt es ja, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates, der Kraft, der Geist der Kenntnis und der Furcht des Herrn. Aber wir haben uns wahrscheinlich wenig Gedanken gemacht, warum eigentlich Jesus als ein Spross, ein Schössling aus einem Stumpf, was ist denn ein Stumpf? Stumpfes Holz, genau. Was ist genau so ein Stumpf? Wie sieht ein Stumpf aus? Ein gefällter Baum. Ja, ein gefällter Baum. Dann heißt es, aus diesem Stumpf, aus den Wurzeln wird ein Schössling hervorbrechen. Jetzt die Frage, warum? Schaut mal, man kann das eigentlich viel, viel besser verstehen, wenn man den Kontext kennt. Schaut mal in Jesaja 10 und dort Vers 24 und 25 erstmal. Jesaja 10, Vers 24 und 25. Deshalb spricht der Herrscher, der Herr der Herrscher an, du mein Volk, das in Zion wohnt, fürchte dich nicht vor Assyrien, das dich mit der Rute schlägt und seinen Stock gegen dich erhebt nach der Weise Ägyptens, also geht um Assyrien, denn nur noch eine ganz kleine Weile, so ist der Grimm vorüber und mein Zorn wendet sich zu ihrer Vernichtung. Also Gott sagt, die Assyrer, die bedrängen dich, aber ich werde die Assyrer vernichten, ich werde sie besiegen. Jetzt schaut mal in Vers 33 und 34, mit welcher Symbolik die Vernichtung der Assyrer dargestellt wird. Vers 33. Siehe, da haut der Herrscher, der Herr, der Herr der Herrscher, die Äste herunter mit furchtbarer Gewalt, die Hochgewachsenen werden abgehauen und die Erhabenen erniedrigt. Er schlägt den dichten Wald mit dem Eisen nieder und der Libanon fällt durch einen Mächtigen. Also was für ein Bild ist das? Was für eine Symbolik? Wahrscheinlich meint es Krieg, genau, aber was ist das Bild? Das Bild, was verwendet wird, ist? Holzfällen. Ja? Also Gott sagt, so wie ein Holzfäller die großen Zedern vom Libanon alle fällt, so werde ich die Assyrer
umhauen, quasi, ja. Die werden alle fallen. Und zwar die großen, starken Bäume. Jetzt, wenn man einen Baum fällt, gerade die Zedern, das ist wohl so, sagen die Experten, wenn man eine Zeder fällt, da bleibt der Stumpf so übrig, aber der Baum ist dann tot, ja, da wächst nichts mehr. Und er sagt jetzt also, ich werde die Assyrer, eure Feinde besiegen, ich werde wie ein Holzfäller die Stämme abhauen. Und dann im nächsten Vers, damals gab es noch keine Kapiteleinteilung, sagt er, und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais. Wer war denn Isai? Das war Davids Vater, ja? Also aus der Familie. Also er sagt, die Assyrer werden gefällt werden und auch die Familie David, das Königreich Davids ist auch nur noch ein Stumpf. Das heißt, auch die sind gefällt worden. Aber während die Assyrer vernichtet werden, gibt es bei den Israeliten Hoffnung. Aus dem Stumpf, aus dem Zerstörten, dem Gedemütigten, dem fast verloren geglaubten Königreich Israel wird ein kleines Schössling hervorspringen. So eine kleine Pflanze, unscheinbar, dass kaum einer sie bemerkt. Aber auf dem wird der Geist ruhen. Das wird der Messias sein. Diese Idee von dem Schössling ist ein Begriff, der im Alten Testament für den Messias verwendet wird, um auszudrücken, dass der Messias eigentlich sehr unscheinbar sein wird. Das ist also eine von den Prophezeiungen, die Juden nicht gerne gelesen haben. Ja? Ich gebe noch ein paar Beispiele, wo dieses Wort Schössling verwendet wird. Im Hebräischen sind es verschiedene Worte, aber wird immer mit Spross oder mit Schössling übersetzt. Schaut mal in Jesaja 53. Ganz bekannte Stelle. Jesaja 53, Vers 2. Da geht es natürlich um wen, Jesaja 53? Um Jesus, ne? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Das ist ja eine der Prophezeiungen, die so gar nicht reingepasst hat in das Messias-Denken der Juden, die immer nur von dem König gelesen haben, von dem, der Glanz und Glorie verbreitet. Nein, nein, ein Schössling, so klein und unscheinbar, aus der Wurzel Davids, aus der Wurzel Isais. Jesus sagt ja selbst später, ich bin die Wurzel Davids und der Spross Davids, nicht wahr? Und die Idee ist also, dass der König Israels ganz unscheinbar wachsen würde. Und zwar interessanterweise in einem Gebiet, wo die Assyrer vorher so besonders gewütet hatten. Ja, das war ja das Nordreich, das durch die Assyrer vernichtet worden ist. Und dort, wo die Assyrer so gewütet hatten, ausgerechnet dort lässt Gott den Schössling aus dem Stamm Juda, ja, aus Davids Familie, aus Bethlehem, den lässt er jetzt in dem Gebiet, wo früher die Assyrer so gewütet haben, den lässt er jetzt ganz unscheinbar in einem völlig entlegenen Gebirgsdorf wachsen. Der Schössling wächst. Und das ist diese Idee von Nezer, von Nazareth. Das Wort Nazareth bedeutet kleines Schössling sozusagen, kleines Gewächs, ja, so kleiner Spross, Nazareth. Er wird ein Nazarener genannt werden, ein kleiner Spross. Und noch ein Beispiel, wie die Propheten allesamt den Messias als Sprössling bezeichnet haben, in Jeremia. In Jeremia 33, Vers 15. Jeremia 33 und dort Vers 15 heißt es, in jenen Tagen und zu jener Zeit will ich dem David einen Spross der Gerechtigkeit hervorsprießen lassen. Und er wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. Also das ist etwas, das war ganz oft verwendet worden von den alttestamentlichen Propheten, diese Idee eines kleinen Sprösslings, das unscheinbar hervorwächst. Und genau ist das passiert im Leben von Jesus. Seine ganze Kindheit ist dermaßen unscheinbar gewesen, so unscheinbar, so abgeschieden inmitten der Natur, inmitten von ein paar hundert Bewohnern von Nazareth, so weit weg vom Trubel der Welt, dass selbst die Bibel nichts davon berichtet. So gut wie nichts. Ich glaube, es ist ein Grund.
Damit will uns die Bibel deutlich machen, dass es wichtig ist, auch für die Kinder, dass sie erstmal weg vom Trubel dieser Welt sind, gerade in den ersten Jahren, dass sie in Ruhe und Frieden aufwachsen können. Jesus ist abgeschieden aufgewachsen. Und wir können Matthäus, haben wir das gelesen, wir können noch als Ergänzung in Lukas lesen. An der Stelle greift nämlich Lukas jetzt den Faden wieder auf. Der hat ja einiges ausgelassen. Und Lukas sagt dann in Lukas 2, Vers 39, Lukas hat die ganze Geschichte mit den Weisen aus dem Morgenland, der Flucht nach Ägypten, alles ausgelassen, sondern er springt von der Tempelszene gleich jetzt zu da, wo wir jetzt sind, und sagt in Lukas 2, Vers 39, nachdem sie alles vollbracht hatten nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie zurück nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth. Das heißt also nicht, dass sie direkt nach dem Tempel nach Nazareth gegangen sind, sondern es heißt nur, dass sie irgendwann später nach Nazareth gegangen sind. In der Zwischenzeit waren sie mal nach Bethlehem gegangen, dann nach Ägypten und jetzt kamen sie wieder zurück. Das seht ihr öfter in der Bibel, dass man hat so eine Verse, da denkt man, wenn man das liest, das ist beides hintereinander geschehen, aber dann stellt man später fest, das war gar nicht so. Berühmtes Beispiel ist auch die Geschichte von Paulus, der sich bekehrt in Damaskus und dann steht in der Apostelgeschichte, danach ging er nach Jerusalem. Das liest man und denkt, er ist bestimmt von Damaskus nach Jerusalem gegangen. Aber Galater sagt, er war vor 3 Jahren in Arabien. Ja, also nur weil es steht, nachdem sie das getan haben, gingen sie nach Nazareth, heißt es nicht, dass sie nicht vorher in Bethlehem gewesen sein können und in Ägypten. Aber jetzt sind sie in Nazareth, in dieser kleinen Stadt, die schon damals so verachtet war wegen ihrer Kleinheit, wegen ihrer Abgeschiedenheit, auch wegen ihrer Bosheit. Und in Vers 40 heißt es dann, das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist, erfüllt mit Weisheit, und Gottes Gnade war auf ihm. Und dann, genau an dieser Stelle, verschwinden die biblischen Berichte. Und für die nächsten mehr als 10 Jahre sagt die ganze Bibel gar nichts. Und dann, für einen ganz kurzen Moment, als Jesus 12 Jahre alt ist, werden wir das nächste Mal drüber sprechen, sagt der Lukas einen Bericht und dann verschwindet es wieder. Für nochmal ungefähr 18 Jahre. Der Sprössling, der Nazarener, wuchs ganz unscheinbar. Der Ersehnte aller Völker, der Ersehnte aller Jahrhunderte und Jahrtausende, der wuchs ganz unscheinbar irgendwo in der Provinz auf. Inmitten einer Gegend, die so völlig kulturell durcheinander gemixt war. Und doch hat er den Geist, die Weisheit und Gottes Gnadengaben alle gehabt. Ist gewachsen. Und da werden wir das nächste Mal mehr darüber sprechen. Aber es lohnt sich, darüber nachzudenken, dass auch Jesus selbst dazugelernt hat, oder? Er, der die Blumen geschaffen hat, der hat jetzt seine Mama gefragt, wie die einzelnen Blumen heißen, nicht wahr? Er, der die Sprachen bei Babylon verwirrt hat, hat jetzt angefangen, Aramäisch zu lernen. Er musste alles lernen und ist gewachsen, unscheinbar. Und doch war in ihm schon alles, was der Plan der Lösung vorgesehen hatte. In der Zwischenzeit ist in der Weltgeschichte gar nicht viel passiert. Die Historiker sagen uns, dass zu der Zeit es einen allgemeinen Frieden gab in der ganzen Welt. Der Satan hat wirklich stillgehalten. Ja? Er wusste, der Friedefürst ist da. Ja? Und die Römer, die haben überall alles unter Kontrolle gehabt. Die Germanen, die waren immer ein bisschen, die waren wild. Und just in der Zeit, als Jesus ein kleines Kind war, haben die Römer angefangen, erstmals die Elbe zu überschreiten, ins germanische Tiefland sich vorzuwagen. Und da sollte es dann bald schon Probleme geben. Im Jahre 6 nach Christus, also 10 Jahre nachdem das passiert ist, da war Jesus dann wahrscheinlich so um die 10, 11 Jahre alt, ist der Archelaus nach Rom vors Gericht gesandt worden. Er hat sich so daneben benommen, statt König zu, der Augustus hatte gesagt, wenn du gut regierst, wenn du dich benimmst, dann kannst du auch noch die Königskrone bekommen. Stattdessen ist er so sehr angeklagt worden, dass er vor Gericht gestellt worden ist und man hat ihm dann alles weggenommen, man hat sein ganzes Vermögen eingezogen und man hat ihn nach Gallien, das heutige Südfrankreich, verbannt. Und da ist er dann gestorben, später dann, ein paar Jahre später. Und das ist aus ihm geworden, nur noch so als Ergänzung.
Nächstes Mal schauen wir uns dann an, was dann passiert ist, als Jesus 12 Jahre alt geworden ist. Das kommt dann das nächste Mal. Und bis dahin können wir darüber nachdenken, dass selbst der König des Universums, nicht wahr, Tag für Tag dazugelernt hat. Unter ganz bescheidenen Umständen. Und trotzdem war es genau der Plan Gottes. Vielleicht sind wir nur in ganz bescheidenen Umständen. Aber wenn wir Tag für Tag an Gottes Gnade dazulernen, dann ist das vielleicht ganz genau das, was Gott für uns geplant hat. Wollen wir noch gemeinsam beten und dazu niederknien, womöglich. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen, dass wir in deinem Wort lesen konnten, dass die Prophezeiungen sich so wunderbar erfüllt haben, Schritt für Schritt, dass du die Familie von Jesus so wunderbar geführt hast, an jeder Weggabelung, dass wir daraus lernen können, dass egal welche Schwierigkeiten wir in unserem Leben haben, womit wir auch konfrontiert sind, dass du eine Lösung hast und dass du alles weißt. Wir möchten unser Leben dir in die Hände geben. Ich bitte, dass du uns wachsen lässt in der Gnade, so wie du Jesus hast wachsen lassen. Und auch wenn wir vielleicht eine unscheinbare Pflanze sind, können wir doch ein Segen sein, so wie Jesus ein übergroßer Segen gewesen ist. Hab Dank für alles im Namen Jesu. Amen.